Hallo liebe Lockenfreunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Voller erster Mal ignoriert das Datum in dem Video. Meine GoPro-Kamera meint, sie ist noch im Jahre 2020 und 2021 existiert noch nicht. Und ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie man das umstellen kann. Ich hatte 2 Wochen Urlaub im Sommer und habe diese Zeit auch wunderbar genutzt. Vor allem habe ich meine neue GoPro ausprobiert, die ich bis jetzt erst nur im Winter einmal beim Schlittenfahren testen durfte. Und dieses Mal habe ich sie mitgehabt mit so einem Stick auch, um mal auszuprobieren, ob ich da ruhiger filmen kann beim Reiten. Die Antwort ist natürlich nein. Schaut teilweise besser aus in dem Video. Das liegt daran, dass ich die ganz schlimmen Szenen rausgeschnitten habe. Nein, generell war das Ausreiten dafür gedacht, mit der Rocket ein bisschen Galoppieren im Freien zu üben. Wir hatten auch die Lea mit der Kürige und ich bin mit der Malaika geritten. Zumindest bei dem ersten Ausritt. In dem Video sind 2 Ausritte. In dem Video sieht man eigentlich 2 Ausritte. Bei Tag 1 bin ich halt mit der Bediener und mit der Lea ausgeritten. Bei Tag 2 war ich dann mit anderen unterwegs, zwar auch wieder mit der Bediener, aber auch mit der Christine. Und ja, zuallererst, bevor es zu Verwechseln kommt, ich habe nicht wirklich eine GoPro. Ich habe mir eine National Graphic Action Cam besorgt, die damals sehr günstig war, bei Rider Steel und auf Amazon. Und ja, ich finde, sie ist okay für 40 Euro. Was meint ihr? Da ist es wieder auch so eine knifflige Stelle, wo sich unsere Pferde jedes Mal erschrecken. Wir nennen es immer die weißen Steine. Das sind so 3 große Steine, die vor einer Kirche, also so eine kleine Kapelle halt stehen. Und unsere Pferde erschrecken sich jedes Mal, wenn wir da vorbeireiten. Deswegen, es ist eigentlich davor und danach eine ziemlich schöne Galoppstrecke. Und wir bremsen immer in der Mitte von der Galoppstrecke, um einfach in Ruhe da vorbeizureiten, damit die Pferde sich nicht jedes Mal extrem erschrecken. Bei einer längeren Ausreitstrecke Richtung Ödlitz haben wir sowas ähnliches in Form von einem Mistkübel. Da ist nämlich immer ein orangenes Sackerl drin. Und jedes Mal, wenn ein neues Pferd bei der Strecke dabei ist, sagen wir immer, Achtung, dort vorne kommt ein Mistkübel, da erschrecken sich immer die Pferde. Man sieht es da jetzt nicht, aber da kommt ein Auto. Deswegen sind wir da rumgestanden. Und witzigerweise, meine Kamera kann entweder dunkel filmen und wenn die Sonne rauskommt, schaut es aus, als würde alles erblenden. Seltsam. Also, ich bin von der Bildqualität schon zufrieden mit der Kamera, aber warum sie manchmal total extrem grell, also extrem hell das filmt, verstehe ich nicht. Vor allem, man kann bei der Kamera nicht viel einstellen. Ton an, Ton aus. Also in dem Video habe ich viel mit Ton aufgenommen, aber man hört die ganze Zeit mich seufzen beim Reiten. Das ist, deswegen habe ich den Ton weggegeben. Gefällt mir nicht. Da kann man es wieder so gut sehen, dass die Kamera immer heller und heller wird und es würde gleich so ein Armageddon passieren. Und wir werden von der Erde, von der Sonne verbrannt.
Eins kann man sagen, Rocket hat ihre Schnelligkeit beim Ausreiten von ihrem Daddy. Eindeutig, sie möchte auch immer gern vorne gehen und sie galoppiert uwert vorne. Also bis jetzt hat weder die Kyrige noch die Malaika haben sie eingeholt. Hier sieht man schon, das ist schon Tag 2 von unserem Ausritt. Man sieht wieder die Bettina mit der Rocket, hinter uns reitet die Christine und dann noch die Michelle. Und ich bin die schwarze Perle geritten. Es war da erst beim Ausritt, wo ich auch versucht habe, extrem langsam zu galoppieren, um halt in Ruhe filmen zu können. Und witzigerweise hat das auch funktioniert. Ich bin überrascht. Wieder, das war jetzt die Strecke, wo ich ja erzählt habe, dass sich die Pferde erschrocken haben. Und zwar vorne sind ein paar Rundballen und auch ein Plastiksack. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich nicht in den Plastiksack eingeschränkt haben. Für die Rocket sind diese Rundballen nicht was Neues gewesen. Vor allem, wenn sie in so Formationen halt so aufgestellt waren. Das fand die Rocket ein bisschen creepy, deswegen ist sie so stehen geblieben manchmal, wenn die Dinger gekommen sind. Und in dem Fall haben sich alle erschreckt und das kommt gleich dort vorne. Es hängt nämlich auch in den Weinbergen ein großes Plastiksackerl, das halt mit Absicht dort hängt. Und genau, da war das schon. Oh mein Gott, was ist da los? Und da links war nämlich so Strohballen, so Rundballen und vor uns, da, genau da, sieht man schön, ist ein Plastiksackerl. Ich vermute mal, dass es wegen dem Plastiksackerl war und die Bettina meint, das waren die Rundballen. Ja. Aber im Grunde kann man mit Rocket zufrieden sein. Also, dass das Führungspferd so schön chillig eigentlich mitgeht. Ja, ein Pferd darf sich erschrecken. Ist erlaubt, finde ich. Und sie war sonst auch brav. Galopp war auch sehr schön. Das Punkt immer angeloppelt. Und das kann es mir machen. Einfach. Und die Christine hat auch.